Leute, was geht ab? Willkommen wieder bei Max und Mo. Wir sind heute im Bahnhofsviertel. Wir haben uns was ganz Besonderes für euch überlegt, denn wir werden jetzt hier ganz besondere Foodstations abarbeiten. Plätze, wo wir gerne essen. Nichtsdestotrotz braucht man dafür einen wirklichen Experten, der aus Frankfurt kommt, hier vom Bahnhofsviertel und der Essen versteht wie kein anderer. Bernd! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Alles klar, Food Game. Das klingt, als hat sich wirklich gerade angefühlt, als ob es nicht abgesprochen gewesen wäre. Das ist total geil. Ja, geil. Zufälle gibt's. Guck mal, ihr habt mir ja im Vorfeld nicht verraten, wo ihr hin wollt. Ne? Nein. So, deswegen, ich folge euch einfach mal so unauffällig es geht hinterher und bin echt mal gespannt. Auch, aber wir können nicht, der wollte mit dir wahrscheinlich hier ins vierte Stöckchen laufen und dort die Dinge genießen. Aber das müssen wir heute skippen. Also, das darf heute nicht verstanden. Die Thailänderin können gut. Kein Dessert heute, oder? Nein, die Thailänderin können gut gebraten Reis und Hühnerfell. Ja. Machen die das im Zimmer oder wo machen die? Ja, die Translators. Bernd ist dafür da. Er ist praktisch unsere Jury, die unsere Foodspots bewerten wird. Ihr könnt euch natürlich darauf freuen, denn der Verlierer wird wie immer bestraft. Der muss die schärfste Wurst der schärfsten Soße hier im Bahnhofsviertel essen. Und das ist nicht die Wurst im vierten Stock, sondern die Wurst, die hier um die Ecke ist. Ich fange an. Also fairer, harter Wettkampf, ja? Immer. Okay. Yes. Hand drauf. Nicht so schreiben. Das, ja? Nicht ja? schreiben. Fairer, harter Wettkampf. Jetzt wieder Challenge. Yeah. Das geht ab. Mo hat uns schon an seine erste Adresse gebracht, hat gemeint, ob wir... Ich gebe Bernd, das okay, warte mal, für 20 Millionen. Hä? 20 Millionen. Sofort. 20 Millionen? Natürlich. Für 20 Millionen fress ich den Müll. Bitte. Ja, ehrlich, wer würde es nicht für 20 Millionen essen? Für 1000 Euro laufe ich hier nackt. Hey, lass mal zusammenlegen. Wir sind hier gerade bei To Tong und gönnen uns jetzt erstmal leckeres, traditionelles, ja, thailändisches Essen. Was geht? Hi. Hi. Wir sind beim Asiaten, das ist ein fetter Point, Mo, das ist ein fetter Point-Zittler. Ja. Ich muss jetzt irgendwie mit Bernd richtig eng sein. Dann okay, ich stell dir noch eine Blume hin. Guck mal, du musst aufpassen, nicht, dass er seinen Schwengel die ganze Zeit auf dein Bein legen. So, hey, das ist nicht schleimen hier, du weißt doch gar nicht, ob ich das mache, Bro. Honey Chicken, auch ein Signature. Hähnchenschenkel. Oh mein Gott. Honigmarinade, Honig-Sojamarinade. Bisschen Gemüse noch. Sehr schön. Crazy. Kleiner Thais, Massemann mit geschmorter Lamm. Das machen wir nur. Wollt ihr mal so eine optische Einschätzung von mir? Ja, ja, erzähl mal. Ja, ich sage, die können was. Yes. Ja, also Geruch ist schon geil. Er sagt ja auch gerade beim Servieren so, die machen so ein bisschen einen auf Fusion. Ich habe hier eben schon ein paar Sachen gesehen, zum Beispiel, die würdest du beim Thai jetzt nicht erwarten, ne? Mo, was ist das? Die sind, wie heißen die Dinger? Wie heißt das nochmal? Ich weiß, hab vergessen. Sorry dafür, aber. Kohlrabi. Das ist ein Rosenkohl. Ja, fast. Das ist ein Rosenkohl. Rosenkohl, Mini-Kohl, Rosenkohl. Das ist eigentlich so das, was die deutsche Oma macht. Weißt du, was ich meine? Ah, krass, so eine Suppe, Eintopfsuppe. Zum Beispiel, da kommen so Dinge rein. Ne? Das hätte ich jetzt beim Thai nicht erwartet, sag ich ehrlich. So ein Massaman-Curry auch nicht, hat er ja auch gleich gesagt. Das sieht sehr Thai aus, wenn du mich fragst. Und das hier sieht auch sehr Thai aus. Und das ist ja so Signature-Dish von denen hier, die sagen ja, die machen so eine Fusion-Küche. Also das bockt mich optisch auf jeden Fall schon sehr. Das ist so Instagrammable, ne? Das sieht auf jeden Fall wirklich geisteskrank aus. Und ich sag dir ehrlich, bei dem Hähnchen hier, ne? So auf den ersten Blick sage ich, das sieht noch ein bisschen besser aus, als es schmeckt. Findest du? Mhm. Ich will ein bisschen Angst machen. Was ja! Was? Es Bruder, es! Ist geisteskrank, kann man nicht anders sagen. Nee, die kann man auch geil gemacht. Ja, das wird nicht einfach. Das Huhn ist super saftig, das ist schon stark gemacht. Aber guck mal, auf welchem Niveau reden wir denn hier auch, ne? Wir müssen ja mal ganz klar sagen, wenn das so einer von deinen Favorite Spots ist, dann gibt es ja hier kein schlechtes Essen, das ist ja eh klar. Ja, das heißt, wir reden automatisch in Superlativen, wir reden vom besten Essen im Bahnhofsviertel. Und ja. Und, was sagst du, wollen wir langsam so Richtung Punkte gehen? Wir wollen das Gesamterlebnis ja auf jeden Fall mit reinspielen lassen. Ne? Geil. Dazu gehört natürlich der Laden, Interieur, finde ich auch geil, ist wichtig, ne? Du musst dich ja wohlfühlen. Deswegen lasse ich es in die Bewertung mit einfließen und wenn wir rein über die Küchenleistung gehen, ne, da gibt es ja nichts zu meckern. Und das ist schon mal ein großes Lob. Wer mich aber kennt, der weiß, dass ich, wenn ich anfange zu stöhnen und zu seufzen und dann so in Superlativen anfange zu reden, dann hat es mich richtig begeistert. Ja? Hast du das gehört hier von mir? Auf jeden Fall. Hast du das gehört? Auf jeden Fall. Nein, guck mal, also ich sage euch ehrlich, schöne Auswahl hat er gemacht, zwei Vorspeisen mit den Garnelen und den Rindfleischstreifen. Da bist du auf jeden Fall glücklich, wenn du das kriegst. Das kannst du nicht besser machen, diese Rindfleischstreifen, die waren on point. Die Garnele, die waren ein bisschen labbrig tatsächlich, der Backteig außenrum, das könnte man knuspriger machen. Aber für den Crunch könntest du natürlich auch die Reisnudeln mitessen. Die das Ente war jetzt nicht so. Weil das ein Hähnchen war, vielleicht. Ja, genau. Hähnchen. Ah, ja.
Die Hände alle da hinten nicht mehr. Hast genau. du dir gemerkt, wie die heißen jetzt? Die heißen, wie heißen die nochmal? Die Vaginchen. Du lässt dich doch nicht zweimal mit demselben Gemüse erwischen. Es ist Vaginchen. Rosenkohl. Rosenkohl. Ja, was eben. Aber warum heißen die Rosenkohl? Weil es wie eine Rose aussieht. Ich habe keine Ahnung, die Scheiße ja. nicht ausgedacht. Was sieht noch aus wie eine Rose? Hier mag ich auf jeden Fall, so wie sie es. Wie sie es anrichten, die Soße, das ist total stimmig. Ich finde, das ist so ein ganz leckeres Comfort-Food-Löffelgericht. Ne? Ist das Thai-Food? Nein. Ist es nicht. Was war das dann? Ja. Ich kann es nicht. Das war ein asiatisches Hähnchengericht. So, weißt genau. du? Mit Rosenkohl und Kartoffeln drin. Also das heißt, hätte auch meine Oma gekocht, aber jetzt aus Versehen die Sojasauce reingefallen. Ja, also weißt so ein Oma-Essen kann man sagen. Ja. Irgendwie schon. Es ist Hausmannskost, aber es ist lecker, es ist Comfort-Food. Ja, kann man nicht anders sagen. Aber so diese besondere schöpferische Höhe jetzt dahinter, ne? Weil er sagt, das ist unser Signature, die habe ich nicht erkannt. Hähnchenkeulenfleisch, Top-Qualität, geiler Geschmack, ein richtig gutes Essen. Wenn du das hier bekommst, im Vergleich zu wahrscheinlich 15 Restaurants hier im Umkreis, ist das das Allergeilste, was du kriegen kannst. Aber da wir nur das Beste bewerten heute, bin ich hier bei so einer Gesamtbewertung. Mit einer 9 ist okay. Wir sind auch spontan hergekommen, das muss man halt auch sagen. Genau, unangemeldet. Ja, unangemeldet. Kein Kamerabonus, nix. Einfach nix. Real life auch, ja. ne? Okay, gesagt. Komm. Okay. Ganz stabiler. Mo, ich sag dir ehrlich, du wirst es schwer haben jetzt, ne? Yeah! Es gibt hier krasse Läden, die von mir sofort eine 10 abräumen würden, aber ob du den findest, das ist die Frage. Weil wir sehen hier heute meinen Spot auch noch, gell? Den ich euch zeigen will. Da müsst ihr den bewerten, okay? Geht klar. Dann könnt ihr mir zurückgeben. Dann. Geht klar. Okay. Also, dann würde ich sagen, nochmal pupsen und dann zum nächsten. Yes, auf geht's, Mo. So, Leute, wir sind jetzt gerade zum zweiten Spot angekommen. Da ich Marokkaner bin und ich marokkanische Küche liebe, habe ich mir diesen Spot ausgedacht. Deswegen seid gespannt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe ein marokkanisches Herz in meiner Brust, muss man ehrlich sagen. Alter, guck mal, er flirtet die ganze Zeit. Was ist das immer die ganze Zeit? Der so, hey, flirten. Ihr wollt nicht wissen, was hinter der Kamera abgeht, was er da so macht. Kommt, Habibi. Ich fühle mich benutzt, sagen wir mal so. Ich fühle mich auf jeden Fall benutzt. Ja, mal, Habibi, komm. Dann würde ich mal sagen, wir sitzen hier in diesem großen Tisch, damit wir besser die Challenge machen. Guck mal, also Optik ist schon mal 10 von 10. Kann man nicht anders sagen. Guck mal, du, der cheatet. Der nimmt natürlich seine Landsleute. Ich kann auch gehen. Wir gehen ein schönes Steak essen beim Argentiner. Ja, die sind schon richtig gut miteinander. Das ist einfach asozial. Okay. Ich will, dass du entscheidest, wo ich sitzen soll. Weil du weißt, ich bewerte das Gesamterlebnis. Sitz direkt hier hin. Okay, perfekt. Nein, guck mal, er hat nicht mitgedacht. Geht's der Stuhl oder ja, so stehen hier? Nein, geht schon. Guck mal, zu spät, Bruder, zu spät. Du setzt den Fettsack in den engsten Stuhl, den sie hier haben. Nein, nimm den hier. Warte, nimm den hier. Warte, mach den hier weg. Ich will keinen Punkt abzuhören. Gib mir so einen Sessel. Boah, was für, guck mal, ich bin der Außergewöhnliche. Ich hab mitgedacht. Ja, du sitzt hinterm Pfosten, Digga. Guck mal, geh mal wieder zurück. Geh mal wieder zurück. Ja, kann man so bewerten, aber dadurch, dass wir jetzt ganz entspannt essen wollen, könnte man das natürlich auch als störend empfinden. Guck mal, du musst dir mit Sonnenbrille. Nein, für Mo ist ja klar, es ist ja egal wo mit Sonnenbrille. Das ist die marokkanische Sonne, die kommt aus Marokko. Ja, so, ja. Weil wenn du hier lang fährst, ist Marokko, deswegen hab ich extra gesagt. Ja. Nein, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich mag marokkanisches Essen sehr. Aber guck mal, ich habe auch so marokkanische Vibes gerade. Merkst du, die warme Sonne so. Das sind diese Orte, über die ich vorhin gesprochen habe, ne? Ja. Die das gesamte Erlebnis zu einem. Sorry, ich kann dich gerade nicht so sehen, weil die Sonne blendet hier einfach überall rein. Jetzt macht er diesen, ne? Jetzt macht er diesen. Da muss ein bisschen Akrobatik mit ins Spiel, weil einfach nur so einschenken geht nicht. Ich das große Akrobat habe ich mir erzählen lassen. Erstmal direkt erst. Nein, das war viel drin, deswegen. Da würde ich mal sagen, okay. Dann probieren wir den marokkanischen Tee. Sittler. Auf dich. Sittler. Jawohl. Schön marokkanisch. Ja. Boah, ist der lecker. Was, Max? Der ist lecker. Krass. Der ist krass. Der ist lecker. Ich habe ihn extra exklusiv bestellt. Der ist lecker. Was wir hier jetzt bekommen haben, ist Tagine. Einmal mit Hähnchen, einmal mit Fleisch und einmal mit. Was ist das, Bruder? Das Fleisch. Das ist mit Hackfleisch. Das ist mit Fleisch. Nein, Hackfleisch. Was sind denn Hähnchen? Für Vegetarier, oder? Fleisch. Das ist vegetarisch. Nein, Fleisch und Gemüse. Okay. Fleisch von welchen Tieren? Es ist alles versteckt, deswegen. Das ist alles Kalbfleisch, genau. Und hier ist Hähnchen. Und eine andere Sache, die ich noch mal erklären muss, man isst das Essen nur mit der Hand, gell? Traditionell. Ist halt umständlicher, weil du hättest uns das ja sagen können, dann hätte ich meine Hände auch schön waschen können, genau. Desinfizieren. Jetzt, du weißt, wir sind hier am Bahnhof mit meinen Händen. Okay, es ist hart. Also sag dir ehrlich, bevor er es gesagt hätte, ich nehme es mit Löffel. Ja, wir essen, okay, dann essen mit Löffel. Ich weiß nicht, ob das schlau war, mir Tee zu servieren. Jetzt kommt Sonne, Tee, nee, mir wird's warm. Ich schwitze so, du musst nicht Tee bei der Tee. Das hättest du echt berücksichtigen müssen. Der pusht die ganze Zeit. Guck mal, du weißt ja, ich habe eben im anderen Laden ich was Kaltes, Schönes Getränk bestellt. Und du kommst mir so einen heißen Tee.
Du weißt, was man machen muss, damit sich ein Mann wohlfühlt, ne? Dankeschön. Ja, sorry, was da. Wenn du mal was brauchst. Ey, kannst du bitte... Lass sie, das ist meine. Wir sind gerade auf meinen Spot. Das ist meine. Guck mal hier. Aha. Wow. Selbstgemachtes Brot. Warst du dabei, als es selbstgemacht wurde? Warst du dabei? Selbstgemachte Pommes, okay, selbstgemachte Brot. Alles ist ja... Okay, gibst du was bei Eifler oder so? Nee, aber es gibt eine Straße weiter, in Münchner Straße, beim marokkanischen Bäcker. Ja, der macht es ja auch selber. Ja. Das ist auf jeden Fall traditionelles marokkanisches Brot. Es wird mit Getreide gemacht und mit schwarzen Körner. Ja, ansonsten wird deutsches Brot ohne Getreide gemacht. Hat er recht. Da sind so viele Gewürze drin, ich komme gar nicht mehr mit. Zähl mal drei Gewürze auf, die da drin sind. Safran, Salz und Pfeffer. Er hat dich gef***t, ich sag's ehrlich. Ja, der hat sich so hops genommen gerade. Wirklich, der hat sich so hops genommen gerade. Hättest du vier gesagt, wäre der am Arsch gewesen. Das war meine Gier. Ich will mal gucken, aktuell habe ich noch diese krassen marokkanischen harten Vibes. Ne? Aktuell fühlt sich das noch so ein bisschen an, als ob das marokkanisches Essen für Deutsche wäre. Verstehst du, was ich meine? Noch so ein bisschen, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, Ne? Das sind diese, ich weiß, was du meinst. Das ist sehr, sehr lecker auch. Das sieht auch schon sehr geil aus. Das ist Pommes? Das ist Pommes, ja, das ist Hawaii. Das Hawaii muss man probieren, das ist mit Kokosnuss, Ananas. Das musst du auch probieren, das ist sehr lecker. Das, nimm mal beides. Gibt's in Marokko Kokosnüsse? Gibt's ja, sehr viele. Ja. Ja, da. Ja. Was sagst du? Geil, gell? Man fühlt sich wohl damit. Sag doch, am Strand überlegt man, wenn du sonst bei 40 Grad trinkst. Warte kurz. Ja, ich nach Strand. Nachtisch geht auch in die Bewertung, oder? Ja, Nachtisch geht ja, auch in die Bewertung. Boah, das heißt für euch noch alles offen, gell? Ich hab's mir gedacht. Ja, Moment. Erstmal führe ich, ganz klar. Also aktuell führst du noch? Ja. Aktuell. Wie siehst du denn das hier aktuell? Wie würdest du es denn bewerten? Ich mag die marokkanische Küche eh. Diese ganzen Soßen, ich mag das, wie das angebracht ist mit den Tontöpfen. Das hier finde ich sehr lecker. Das schmeckt schon sehr lecker. Schmeckt schon wirklich lecker. Sehr krass. Auch schöne Gemüse, brutal. Ich sag dir was. Ich komme hierher, erwarte von dir natürlich als Marokkaner in der marokkanischen Küche sofort marokkanische Vibes zu haben. Richtig, genau. So, jetzt hat der Deutsch-Argentinier mich zum Thai gebracht. Nicht einmal Thai-Vibes gehabt bei dem. Trotzdem gut gegessen. Und wie fühlst du dich hier? Ja. Guck mal, die Lampen, Mann. Siehst du, die ist als Marokkaner. Alter, das ist ja aus Marokko. Hast die Fliesen vom König persönlich hergebracht. Die Fliesen sind aus Marokko importiert. Die sieht aus wie der Tellermann Thai. Hast du die Locken von dem Hähnchen hat ein bisschen verkackt, müssen wir ehrlich sein. Ja? Dieses Fleisch hier, das ist so perfekt geschmort, genauso soll das sein. Perfekt. Frisches, geiles Gemüse, geil, guck mal, die Karotte so, das ist alles auf den Punkt genau, weißt du? Geil. Das ist, gefällt mir sehr. Sehr, sehr lecker. Hier, mit den, das geschmorte Fleisch, mit den, das habe ich auch sofort erwartet und auch vermisst, weißt du, Mandeln müssen da sein, Ei ist da, diese Pflaumen müssen da sein. Ah, das ist die richtige Zahl. Gerade schon. Er übertreibt den Spaß. Was ich euch sagen muss, ist, dass es wirklich krasses Essen ist. Ne? Aber wir sind hier in einem harten Battle. Und hier geht es ja auch um meine persönlichen Präferenzen. Sonst hättet ihr irgendeinen von der Straße holen können und sagen: Das stimmt. Entscheide du. 100%. Ja, also. Ey, Max, warum stöhnst du die ganze Zeit dann? Absolut krasses Essen. Wir haben leider keine 0,5er oder Abstufungen. Auf jeden Fall eine 7,5, aktuell ist dann eine 7. Geil. Ich führe. Freu dich, aber ich führe. Mit einem Punkt vorne. Yeah. Aber jetzt haben sie es richtig schwer. Ich hasse süßes Zeug. Ja. Nicht jetzt. Und es gibt wenige Sachen, die ich richtig geil finde beim Süßkram. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ihr das hinkriegt. Moment, wir müssen ja auch erstmal switchen. Ich habe jetzt angefangen, jetzt möchte ich für die nächste Runde, dass du anfängst mit dem Nachtisch. Ja. Fair. Fang ich. Yes, Sydney. Jetzt wirst du sehen, du bist die scharfe Wurst schön verschlingt. Ja gut, dann Bäuerchen und dann legen wir los, oder? Mo! Da vorne, wir sind gleich stark. Ist das noch Bahnhofsviertel überhaupt? Nee, ist es nicht. Ja. Aber behalte dich. Nee. Ey, Max, hör auf. Was? Yeah! Boah, meine Güte. Geil, wir sind da. Nee, Bruder, was für da, Alter? Ich weiß, das ist da vorne. Digga, das ist doch nicht mehr Bahnhofsviertel, Alter. Nein, dauert, wir sind gleich Junge. Da. So, Leute, kurzer Zwischenstand. Es steht 8-7 für mich. Ein Punkt. Ist nicht schlimm. Ich habe angefangen, das heißt, jetzt kommen wir in die Dessertrunde. Jetzt muss Mo anfangen. Abliefern muss er. Abliefern. Er muss jetzt richtig abliefern. Aber ich kann euch eins sagen,
Wir laufen seit einem Jahr hier durchs Viertel, es ist eiskalt und ich hoffe, wir kommen jetzt endlich an seinen Spot. Aber ich habe wieder alte Freunde getroffen. Ist das hier überhaupt noch können wir machen, perfekt. Ja, wir kommen jetzt gleich ins Viertel. Aber er hat einen super Schlenker gemacht. Also ich habe auf jeden Fall das, was wir gegessen haben, schon wieder abtrainiert, von daher ist ganz gut. Geil. Jetzt wollen wir mit ein bisschen Zucker nachhelfen. Super, auf geht's. Ich mag ja tendenziell nichts Süßes, also ich bin gespannt, was ihr habt. Ja, es wird sehr süß. Der Arme, guck mal. Was hast du mit ihm gemacht, Digga? Guck mal, ja, wir müssen uns ausruhen. Wir sind hier gerade bei Elaine Staley hier im Bankenviertel. Ein sehr leckerer Laden hier im. In welchem Viertel? Bahnhofsviertel. Was hat er gesagt? Zwischen den Bankenviertel und Bahnhofsviertel. Bankenviertel. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein. Auf! Gucken wir mal, ich hab Hunger, ich brauche was Süßes. Jetzt geht's los. Ich habe hier mal ein geiles Avocado-Brot gegessen. Geil, das freut mich zu hören. Ja? Das freut mich zu hören. Wir sind ja jetzt nicht mehr im Milieu, nicht mehr im Bahnhofsviertel. Es ist so ein Grenzgebiet vom Bahnhofsviertel und gehört so zur Stadt und zum Bahnhof. Weißt du, es ist in der Mitte, aber das ist regelwidrig. Grenzgebiet, wir sind an der Grenze. An der Grenze? Ich dachte, die Grenze ist da, wo diese Hauptstraße ist. Weißt du? Meine Herren. Alter! Ey, das ist ein Cheat. Nein, das ist Erdnussbutter. Erdnussbutter, Raffaello, Apfelstreusel. Ist Apfelstreusel? Das ist New York von Cheesecake. Ihr müsst wissen, ich hasse Kuchen. Okay, dann probier mal. Tja. Aber geiler Kuchen, ne? Den feier ich. Also Erdnussbutter. Und? Wenn auf Erdnussbutter steht, ist der schon geil, ne? Warte. Warte. Der kämpft um jeden Punkt. Apfelstreusel, Digga. Mo, weißt du, wird das hier im Hause gebacken oder was? Das ist ja. So hat Mo gebacken heute Morgen. Cheesecakes für mich vorne aktuell? New Yorker Cheesecake. Aber findest du das eine kreative Lösung? Ich sag jetzt mal so, ich wollte so ein bisschen den Viertel anpassen. Da wolltest du auf Sicherheit gehen, sag ich. Wegen dem Spiegel, das ganze Pulver hier und so. Hab ich mir gedacht. Das ist, dafür kriegst du einen Punkt extra, ich schwör's ehrlich. Das ist einfach den Abstandspunkt hat er damit wieder reingeholt. Ja, das ist der originale Bahnhof. Doch, das ist der Bahnhofsviertel-Teller. Wenn er das wirklich Pulver, so gedacht hat. Süß, weißt nie du, im Leben. Ja. Nie im Leben. Also den Punkt, den du verloren hast für die Entfernung, hast du dadurch wieder reingeholt. Siehst du? Das ist sehr kreativ. Ja, jetzt wisst ihr, wer den Alter, besten. Das ist Cheat. Ja. Ey, wollt ihr wissen, was er unterm Tisch die ganze Zeit macht? Guck mal, wo seine Rechte hat. Ihr könnt, ja. Also sagt ehrlich, also die Entfernung hast du damit wieder reingekriegt. Alter, das ist dick. Man reiche mir meine Karten. Das ist dick asozial. Alles in allem für die Kreativität hier, Spot. Ja. Dreckiges Glas bekommen. Geil. Dafür super nette Leute. Geil. Kann man auch sagen. Ich pack hier eine 7 aus. Ich führe. Ja, das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Aber das hier ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Richtig, genau. Von daher packen wir die jetzt wieder ein. Der Papa macht jetzt noch ein Häufchen und dann gehen wir weiter. Ja, okay. Also ich bin ja auch, kann man schon sagen, sehr oft im Elaine's und finde auf jeden Fall, dass es zwischen Stadt und Bahnhofsviertel ein unglaublich geiler Spot ist. Ich war ein wenig verwundert, weil ihr über eine Bahnhofs-Food-Tour gesprochen habt. Da vor allem auch Bahnhof. So am Mittag. Am Mittag. Aber ist nicht schlimm, weil wir gehen jetzt wieder zurück ins Bahnhofsviertel und da gibt es nochmal einen feinen, leckeren Snack als Nachtisch zum Kosten. Wir sind jetzt wieder im Bahnhofsviertel und ich habe mir gedacht, weil er es ja erwähnt hatte, wir brauchen einen Laden, der Instagrammable ist, also der flashig aussieht. Und ich esse gerne saftige Pancakes und die werden hier ganz besonders gemacht mit Mozzarella drin. Lecker, süß, eine vernünftige Portion, auch schön saftig. Und es ist nicht schlimm und an der Stelle bin ich mir sicher, dass ich... An der Stelle könnt ihr live verfolgen, wie ich ge***t werde. Lass einfach mal reingehen. Ich könnte live verfolgen, wie ich ge***t werde. Ja, geil. Wir haben hier Pancakes, die sind super lecker und super saftig. Einmal mit dunkler Schokolade, einmal mit Vanille, ein paar Früchte. Und können wir jetzt einfach mal ein bisschen snacken, würde ich sagen. Für dich ist es vielleicht cool, weil es nicht so ein Stani-Pfannkuchen ist, sondern der wird mit Mozzarella gemacht drin. Der ist so ein bisschen anders, der ist nicht zu süß. Wenn man es sehr süß haben will, kann man hier ein bisschen Schokolade dazugeben. Das hier Früchte. Erinnerst du dich noch auf dem Weg hierher, was ich dir erzählt habe? Über sinnlose Carbs und... Soll ich dich füttern? Vielleicht habe ich ja... Okay. Da bin ich ruhig. Ich halte jetzt die Fresse. Süß. Der ist für dich hier ein bisschen was Gesundes. Aha. Was mit mir sitzt hier gerade? Ja, aber das, du hättest ja Dings...
Ey, Bruder, ich möchte immer noch mal hervorheben, ich habe noch nicht ein Stückchen probiert und die sind gleich fertig mit Essen. Ne? Probier's. Guck mal, wenn ich nichts gesagt hätte, das wäre einfach weg. Guck mal, mir ist aus, voll traurig. Ich hätte einfach zwei kleine Teller denken. Wirklich, gell? Guck mal. Nein, bei mir sah es aus wie so eine Verlobungsfeier. Hast du gesehen, die Kuchenstück? Oh, Verlobungsfeier bei mir. Ja, aber du hast die Stadt dafür verlassen. Also diese Pancakes, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir niemals bestellen würde irgendwo. Dankeschön. Weil es auf jeden Fall, ich finde, das ist so ein Haufen sinnlose Carbs. Ich weiß, es sieht aus wie so Styropor. Guck mal, der ist quasi, ja, der ja doch, in der Mitte ist da noch traurig. Ein Kern. Gell, das sieht langweilig aus, oder? Findest du nicht? Keine Ahnung, ich würde noch Cranberry-Rosinen da reinmachen. Da wäre da ein bisschen mehr so Vibe drin, oder nicht? Guck mal, aber mit der Soße. Kennst du die gefüllten Cranberry, oder wie das heißt? Cranberry? Ja. Oder wie heißen diese? Haben wir gehört. Mit Beeren, oder wie die heißen? Ja, so Heidelbeeren. Cranberry. Heidelbeeren hätte ich reingestopft. Und so. Cranberry. Hättest du mir was gesagt, ich hätte dich zu. Cranberries. Also, keine Ahnung, wenn du das feierst, dann hätte ich dich im Knast eingeladen, weil das ist ja nur Teig und Obst. Wenn du Wasser spülen willst, runter, ich kenne das. Ja, nicht so, okay. Ich glaube, mein Ex-Freund war es auch so, wenn ich nicht kochen konnte, dann musste ich es mit Wasser unterspülen. Deswegen. Habt ihr noch Wasser hier? Ja. Er teilt dir aber richtig gut. Schau mal, was ist das für eine Soße, die dunkle hier? Das ist gemischte Nuss mit Nutella. Also, es ist nicht 100% Nutella, das ist komplett Nutella. Sehr interessant auf jeden Fall. Alles gut, er ist kein, nicht so Pancake, Chili. Er mag es nicht. Also. Der kennt ihn, ja. Aber ich versuche es noch zu retten, alles gut. Habt ihr noch ein bisschen Wasser für ihn? Ich habe den falschen Nachtisch gewählt. Still am besten, ein Kanister. Säure. Dagegen war der Kuchen auf jeden Fall 10 Punkte. Aber das erinnert mich voll an so Kinder, die in der Kindergarten. Das waren 4 Nachtische. Kuchen, 4 Stück. Ich habe nicht gesagt, Geschmack. 4 Nachtische. Guck mal. Aber das war ja die Vorspeise vom Nachtisch. Es gibt ja auch okay, andere Nachtische. Okay. Dankeschön, ja. Gell. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Er hat nur das hier bestellt, gell. Max, hör mal auf. So, die ersten beiden Sachen waren ja schon mal interessant. Das Pfannkuchen erinnert mich an der Sonderschulzeit, da haben wir das Backen gelernt. Das hat genauso geschmeckt. Deswegen ist es voll so eine alte Erinnerung. Vom Geschmack her. Ist geil. Die Kreativität mit dem Mozzarella da drin, ne? Das ist eine geile Idee. Ist schon gut. Das ist eine gute Idee. Ja. Das kriegt krass. Aber für ein mich Pancake ist so, muss ja auch so fluffig sein, so ein bisschen, ne? Ist er ja. Aber das finde ich schon innovativ. Das sind jetzt keine schlechten Pancakes, ne? Aber ich sag dir ehrlich so, das Ding ist ja, es geht um meine Meinung hier heute. Richtig, ja. Deswegen wollen wir jetzt nicht korrupt sein, weil ich war auch nicht korrupt. Ich habe dich gar nicht beachtet beim Essen. Ja, aber jetzt ist noch alles offen. Wir gucken mal, was auf jeden Fall die beiden anderen Desserts noch so hergibt. Aktuell, sag ich ehrlich, ist der Mo vorne. Was habt ihr jetzt noch gemacht? Macht ihr so eine Bowl oder so, gell? Kann das sein? Ja, ja, das ist Standard. Standard. Der versucht sich jetzt mit einer Bowl zu beschmieren, aber egal. Acai. Alter, brutal. Ich wollte vorhin noch sagen, das Schlimmste, was du mir servieren kannst, wäre so sinnlose Carbs. Ne, habe ich mir auf dem Weg hierher noch gesagt. Dann habe ich mir gedacht, so, aber der wurde voll einfach nicht, dass gemacht. Er mir mit so einem gesunden Nachtisch kommt, so Acai oder sowas. Ja, weißt du? Ja, der wurde voll gesund gemacht. Guck mal, das ist einfach Müsli, Obst und ein bisschen da. Das ist geil. Das hätte mir einfach zum Baklava gebracht, wäre alles geil geworden. Ja. Schon wieder Erdnuss oben drauf. Und so ein ungesüßtes Granola. Toll. Ihr verzichtet auch hier auf Zucker und so, oder? Ja. Merkt man. Aber eigentlich zählt es nicht so als Dessert, gell? Eher so sportliches Essen, gell? Gut, dass er dem Fett sagt, so ein sportliches Dessert serviert, sagst du. Ich finde dein Essen Hammer. Ja, gut. Es ist, glaube ich, an der Zeit. Komm, Abi, lass uns bitte das hinter uns bringen. Ich will es nicht großartig schönreden. Ich finde, das Essen. Warte, bevor du was sagst. Ich würde essen, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einer Ex-Freundin was klären will und sage, komm, ey, wir essen kurz einen Pancake. Weil etwas besser. Okay, Leute, Trommelwirbel, können wir es einblenden? Das tut mir sehr leid. Guck mal, wie die Gewinner aussehen. Die haben Diamanten in die Fresse, Goldzähne, so sehen Gewinner aus. Okay? Ich bin in diesem Viertel geboren, kann man sagen, auf Deutsch gesagt. Du denkst, ich blamier mich von Herrn Bernd und bringe in irgendwelche Hotspots hin, wo Kindergarten in der Küche kleine Kinder kochen? Geht nicht. Mein herzlichen Glückwunsch, Nein, Spaß beiseite. Ich esse auch sehr gerne hier in dem Laden. Kommt auf jeden Fall vorbei. Hannah, das schmeckt gut, aber das ist nicht mein Ding. Einfach. Sehr geile Frischenladen. Ich musste gerade so reden, weil ich gewinnen will, aber ansonsten ist der Laden sehr krass. Aber du hast wirklich zwei Sachen rausgesucht, die ich zutiefst. So, wie konnte er gewinnen, Alter? Ich hasse Schafsoße. Das Ziel ist auf jeden Fall, die sind ja Sportler, ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach mit dem Roller überfahren. Yes, baby. Oh, endlich. So. Ich habe verloren. Mir hat die Produktion gerade gesagt, dass die Schärfe, die jetzt produziert wird für diese Wurst,
genauso scharf sein soll wie dieser Hot Chip. Einfach nur Chemie, mein Magen ätzt. Hi, und ich bin auf. Der Mo, ich bin der Gewinner. Ich bin auch dabei. Guckt euch mal an, wie die machen. Komm. Also, da ich ja die Jury bin quasi und darüber entscheiden darf, was der Verlierer heute zu sich nehmen muss, würde ich jetzt was bestellen, was ich meinem ganzen Leben nicht in meinen Mund stecken würde. Und das ist eine Rindscurrywurst in Schärfegrad E. Carolina Reaper. Wie viel hat es? 2,2 Millionen. Boah, das ist pain in the ass. Ja, sorry, aber... Wir übernehmen keine Verantwortung. Ihr habt noch sogar diesen ekelhaften Satz da drauf geschrieben. Diesen ekelhaften Satz, ja. Auf. Auf. Das kann alles heißen. Gell? Entweder ist er eine richtige Maschine. Oder guck, wie rot der wird. Ist schwach, oder? Willst du lieber noch ein bisschen was oben drauf? Hier. Hast du da was reingemacht? Pulver, ey. Ich glaube, dann rüber. Ist zu schwach. Zeig mal. Pulver, ey. Das war das Ding. Ich habe an der Ecke die erste genommen, da war nichts, deswegen habe ich gefragt. Guck mal, seine Stimme. Jetzt, wenn du Pulver hast. Ja, einfach Stimme auf. Dieses Pulver. Ein Stück, komm. Ist mir scheißegal. Null, ich mag das gar nicht. Aber es ist schon. Boah. Weißt du, was ich glaube? Der hat einfach so, durchgehalten, damit wir es auch probieren und denken so, hä? Das ist doch gar nichts. Es ist so scharf! Es ist so scharf! Er kommt! Es ist so scharf! Dich, Mo! Wer gewinnt? Wer hat gewonnen? Voller Bitch, weißt du nicht? Ey! Es ist so scharf, ich hab gesagt, es ist nichts! Es ist. Ah. Ich hab gewonnen. Also ehrlich, Hot Chip ist ekelhafter. Ich habe mir gedacht, wie könnte er was essen? Ich habe das aus der Ecke genommen, wo dieses Pulver nicht drauf war, habe es gegessen. Ganz vorsichtig. Und dann habe ich einen mit Pulver gegessen. Dann habe ich gemerkt, es wird schon richtig ekelhaft scharf. Und dann hat Mo gemeint, er will probieren. Und dann hat er einen mit richtig Pulver gegessen. Und dann hat er diesen Schmerz. Das ist ekelhaft. Wenn ich in die Scheiße gezogen werde, nehme ich ihn mit. Fertig. Alter. Digga, wir sind abkackt. Leute, es gibt ja viele gute Spots hier im Bahnhofsviertel. Ein paar habt ihr mir heute gezeigt. Yes. Geilerweise tatsächlich auch Spots, die ich noch nicht kannte, die ich auf jeden Fall wieder besuchen werde. Außer die Pancakes laufen. Marokkanisch auch ein geiles Ding, da werden wir auf jeden Fall nochmal zusammen hingehen. Geil, so, da habe ich mich wirklich gefreut. Also das war schon krass. Aber weißt du, bei mir so ein Evergreen ist hier Balkan Food Aroma. Kennst du den Laden? Wart ihr schon mal hier? Ich war mal hier. Kennt beide, oder? Ich kenne den kleinen Laden. Also aber kleinen den Laden kenne ich nicht. Ich war hier auch noch nicht drin. Mein Freund Granit steht schon da hinten drin und der wird uns jetzt eine schöne Fleischplatte machen mit so ein bisschen was, weißt du, wenig Carbs, viel Protein. Ja, vor dem Training. Ich habe ja noch fast gar nichts gegessen heute. Fast nichts. Und mein Magen ist auch nicht am Kippen. Ja, aber bei dir, du hast ja den Magen eben entleert, haben wir gesehen. Gell? So ein ja, ich habe ein bisschen gekotzt. Für Max habe ich gekotzt. Aber hey, ihr sagt Sick mir nachher Brothers. Aber auch mal ehrlich, gell? Auch mal für die Leute, ihr sagt mir nachher auch ehrlich, hat es euch geschmeckt oder nicht? Ja, geht klar. Okay? Also dann wir machen unsere Bewertung. Safe. Das sieht wunderschön aus. Das will ich mitnehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich feier das hier immer sehr, weil Cevapcici, das ist einfach schwer zu machen, finde ich. Weißt du, weil die Konsistenz muss passen, der Geschmack muss passen, dieses Original-Balkan-Flavor, den hast du hier einfach, ja? Ich sage euch, probiert mal so ein paar Dinger durch, ihr werdet auf jeden Fall begeistert sein. Ich feier die Jungs halt, guckt ihr das mal. Boah. Und ist aber gefüllt. Ach was. Guck, da ist Schafskäse drin, Feta drin. Pfirsich. Aber ich will euch auch hier keine Worte im Mund legen, ne, aber... Ich sag dir ehrlich, Saft. Boys, ich brauche die Karten. Ich habe auf jeden Fall auch meine Zahl im Kopf. Also ganz klar. Das, was ich jetzt gerade an Fleisch probiert habe, sehr lecker. Qualität passt. Ja. Ja? Qualität passt, schönes Ambiente, sehr, sehr freundliche Leute. Man kann, hast du ja direkt am Anfang gesagt, man kann reingucken in die Küche. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, ein gutes Indiz. Ich bin das erste Mal hier. Es war für mich ein herrlicher Tag. Ich habe viel gelacht. Ja, Mann. Ich hatte viel Spaß. Dadurch, dass ein weiteres gutes Lokal hier im Bahnhofsviertel ist, ist es für mich eine ganz klare Nummer 10.
Stark, stark, stark. Kann ich jedem nur empfehlen. Also wer Bock hat auf geiles Grillfleisch hier etc. pp. Kommt her. Jetzt gehen wir an Mo. Deine Bewertung. Lass dir Zeit. Ich schließe mich auf jeden Fall auf Max seine Wörter an. Sehr saftiges Fleisch. Saftig. Auch die Deko haben die wirklich 1 zu 1. 10 von 1, wenn du das heißt. Eine glatte 10. Sydney. Damit ich auf die Fresse bekomme danach. Yeah. Leute, ich möchte mich mal bei euch bedanken noch. Ich bin ja hier quasi Bernd, heute als Gast mit euch gewesen. Vielen Dank. Ey, das war geil. Es tut mir wirklich leid, dass es dich erwischt hat, lieber Max. Ja, Mo hat es ja auch erwischt. Deswegen, immer, also ihr habt auf jeden Fall mir auch neue Läden gezeigt. Safe zum Teil, werde ich noch mal gehen. Auf jeden Fall, Leute, vergesst nicht, unser Channel zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, bombardiert mit Kommentaren und freut euch auf jeden Fall auf weitere Formate. Vergesst nicht, Bernd seinen Channel zu abonnieren. Aktiviert auch dort die Glocke, bombardiert dort mit Kommentaren und freut euch auf weitere Sachen mit uns. Drei. Wer Bock auf Revanche hat, ihr schreibt es rein. Ja? Genau. Und bombardiert auch mit Kommentaren, ob ihr Bock habt auf einen Podcast. Das wäre auch was Interessantes, oder Bernd? Bin dabei. Geil.